Die Route Nacional 40 verläuft über 5000 Kilometer entlang den argentinischen Anden, von der bolivianischen Grenze bis nach Punta Loyola an der Atlantikküste nördlich von Feuerland. Die Straße führt durch verschiedene Klima- und Vegetationszonen, durch 47 Städte und mehr als 20 Nationalparks. In einer vierwöchigen Tour legten wir mit einem 4x4-Fahrzeug das nördliche Teilstück der Ruta 40 von Bariloche nach Salta zurück. Dieses Teilstück ist 2600 Kilometer lang. Hier einige Eindrücke aufgenommen aus dem Fahrzeug. Wir durchfahren Wälder und eine Seenlandschaft kurz nach dem Start unserer Tour in Bariloche. Unsere Tour führt uns über weite Strecken durch steppenartige Landschaften. Oft fühlt man sich einsam auf der Ruta 40. Es braucht gute Nerven bei einem Kreuzungsmanöver in einer engen Schlucht. In gebirgigen Gegenden, die wenig befahren werden, sind Schotterstraßen weit verbreitet. Bereits heute sind gewisse Gebirgsstraßen gut ausgebaut. Eine Asphaltstraße durchquert den Salzsee Salinas Grandes auf 3400 Meter. Enge Städte und Dörfer müssen passiert werden. Brücken sind oft nur einspurig befahrbar und müssen manchmal gesucht werden. Kritische Straßenabschnitte in der Ebene und im Gebirge werden ausgebaut und ganzjährig befahrbar gemacht. Auf der Ruta 40 gehört die Benzinplanung zur täglichen Routine. Außerhalb von Städten sind die Benzinstationen rar und können manchmal wegen Treibstoffmangel kein Benzin verkaufen. Hier haben sich nach einem Generalstreik Schlangen gebildet. Geduld ist angesagt, da nicht nur die Tanks, sondern auch die Kanister der Familienangehörigen aufgefüllt werden. Typisch für die Ruta 40, sie wird nicht nur von Autos, sondern auch von Tieren benutzt.